Hallihallo, lieber Wittergeborene. Wir möchten jetzt mal in den Dezember schauen. Ich werde die Karten für euch legen. Das sind allgemeine Legungen, also Kollektivlegungen, können nicht auf jeden zu treffen. Die Zeit ist fließend und wir schauen erst in die Vergangenheit, aus welcher Energie ihr kommt, wo ihr euch jetzt befindet und was die mögliche Zukunft ist im Dezember. Für den Witter bitte. Aus welcher Energie kommt der Witter? Okay. Dankeschön. Was haben wir denn da bekommen? Das nächste Level. Es geht voran. Hier haben wir die 12. Es wird rund. Es geht um ein Fundament, um die Stabilität. Aus der Energie kommt ihr. Da ziehen wir gerne noch ein, zwei Klärungskarten zu. Für den Widder bitte. Nicht so viele. Wo geht's da? Dankeschön. Sind mir schon fast zu viele wieder. Und gucken wir mal. Eine Entscheidung. Und nochmal eine Entscheidung. Also, man hat was entschieden in der Vergangenheit. Mit dem Reiter ist man vorangegangen. Im Vertrauen. Da schaust du auch rein. Ehrlichkeit, Vertrauen, Freundschaft, Helfer. Und hier habe ich einen Hinweis auf den Steinbock. Und den Buchstaben I. Das ist deine Energie aus der Vergangenheit. Wo soll das Ganze denn hinführen? Das hier und jetzt für den Witter, das Aktuelle. Ja. Noch eine Karte bitte. Den ersten Schritt machen. Also der erste Schritt ist schon getan. Deine Entscheidung in der Vergangenheit, lieber Witter, da ist der Schritt gemacht. Ja, das geht auch alles ziemlich schnell mit der 1 nach vorne. Und dann wollen wir mal gucken, worum es da genau geht, lieber Witter. Gucken wir mal. Worum geht es da? Wachstum. Mal gucken, was wir da gekriegt haben, bitte. Also ich habe hier ein Heilungsthema. Einige Wittergeborene, die nicht so gesund waren, da ist in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen worden für eine Therapie zum Beispiel. Da habe ich den Heilungsweg. Also diese Therapie scheint dann wohl anzuschlagen. Ich habe hier auch die Hoffnung, den Fluss, den Vertrag, die Bindung. Ne? Das geht gesundheitlich voran, lieber Witter. Also für diejenigen, die nicht gesund waren, da ist Heilung. So, und dann haben wir hier noch die Liebe. Eine Liebe, die da kommt oder schon da ist. Wir haben hier die Gefühle, die Sehnsucht und die Bindung. Und auch hier noch einmal die Liebe. Also da kommen Nachrichten auf dich zu, lieber Witter. Ne?
Ja, Nachrichten. Ich habe hier noch den Hinweis auf den Buchstaben C, auf den Buchstaben K und auf den Buchstaben N. Aber ich habe hier auch Diskussionen. Und den Fuchs. Die beiden möchte ich gerne noch mal abklären für den Widder. Was sind die Diskussionen und der Fuchs? Ah, die Finanzen. Da geht es um die Finanzen. Wir haben den Vertrag hier auch liegen. Und auch mit den Fischen die Finanzen. Also in finanziellen Dingen läuft einiges vielleicht nicht ganz so rund, lieber Witter, im Moment. Da ja, gibt es ein paar Streitgespräche. Das muss man auch ein bisschen schlau anstellen. Aber unterm Kartendeck habe ich das Vertrauen, das hatte ich vorhin auch, den Freund und den Helfer. Also du bekommst da Unterstützung, lieber Witter. Okay, dann wollen wir gerne noch mal schauen, wo das in der Zukunft dann hingehen kann für den Witter. Die mögliche Zukunft für den Witter im Dezember. Was dürfen wir da wissen? Oha. Das soll es gewesen sein für den Widder, bitte. Die möglichen Zukunftstendenzen im Dezember. Was haben wir denn da? Ein paar Klärungskarten bitte. Für den Widder die möglichen Zukunftstendenzen für den Dezember. Sturheit. Das Haus. Und der Mangel. Also hier habe ich wieder das Finanzthema, das werde ich auch im Dezember begleiten, lieber Witter. Da gibt es weiterhin Probleme und da wird auch plötzlich was beendet und gekürzt in finanziellen Dingen. Da musst du ein bisschen drum kämpfen. Vielleicht steht auch ein Umzug ins Haus, das könnte ich auch nicht ausschließen. Dann habe ich hier noch den Hinweis auf eine vergangene Liebe. Es wäre möglich, dass diese Liebe sich auch meldet. Ich habe hier Waage, Fische und Skorpion. Und nochmal den Buchstaben J. Also da gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen Streitigkeiten mit dem Ex. Wenn du dich getrennt hast, lieber Witter, kann das hier durchaus auch sein, dass das um eine Immobilie geht, um einen Hausverkauf, ne, dass das finanziell auch da schwierig wird. Da ist es schwer, Harmonie reinzubringen. Ne, man ist stur. Und da gab es auch Verletzungen, verletzte Gefühle. Und das ist auch dieses Triggern mit dem Skorpion, diese Toxizität. Ja. Das sind die möglichen Aussichten für Wiedergeborene im Dezember.